Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und heute geht's ran, wie angekündigt, an Hermanns militärisches Antiquitätengeschäft. Wer Hermann nicht kennt, das ist Hermann und er freut sich schon darauf, dass wir seinen Laden bauen aus der Spiele-App-Version. Nimmt sich nicht so viel aus den Folgen der Simpsons, ist an sich der aktuelle Stand und von daher geht's auch gleich mal los. Vorab, das ist hier wie immer hier nur der Vorbau, nicht erschrecken, das Original wird sich natürlich in der Blockfarbe etwas ändern. Falls dir hier was gefällt, kannst du es immer gerne übernehmen. Und falls du nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners macht, findest du auch unten in der Videobeschreibung ein kleines Tutorial, wie man das Alphabet in Minecraft auf Banners craftet. So, dann haben wir alles geklärt und können eigentlich loslegen. Die Kiste ist schon immer startbereit hier und dann würde ich sagen, holen wir uns die erste Reihe ganz einfach mal hier raus. Als erstes brauchen wir einfach mal rote Keramik für heute, denn Steinziegelblöcke, davon nochmal grünen Beton holen wir uns raus, denn, ja, sag ich mal, grüner Teppich, da wir leider ja vom Beton noch keine Stufen haben, Minecraft, mach mal uns bitte da noch Stufen und Treppen, vom Beton jeder Farbe, das hätte ich gern. So, dann holen wir uns noch gelben Beton raus, gefolgt noch von Akazienholztreppen, davon nochmal die Tür und dann holen wir uns noch Eisengitter raus und passend noch ein paar Glasscheibenblöcke oder ja, Glasblöcke, nur heißen ja nicht Glasscheiben. Ja, ich empfehle euch heute hellblaues Glas, auch wie immer dein Lieblingsglas nehmen, aber zum Laden passt das relativ gut. Naja, da entscheidet wie immer jeder selber. So, dann würde ich sagen, legen wir los und zwar uns erstmal den Grundriss zu zeichnen von unserem militärischen Antiquitätengeschäft. Und zwar fangen wir ganz einfach an, erstmal mit den Steinziegelblock, setzen ihn einfach irgendwo hin, am besten irgendwie am Straßenrand, hier gleich nach dem Gehweg. Und dann setzen wir einfach mal, einfach gerade weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke einfach gerade weg. Dann setzen wir daran einen Steinziegelblock. Das heißt, wir haben jetzt einen Steinziegelblock hingesetzt. 23 rote Keramik und wieder einen Steinziegelblock. So, von da aus gehen wir einfach mal nach hinten weg, setzen natürlich rote Keramik wieder hin. Und zwar genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke nach hinten. Und der 10. wird der Steinziegelblock sein. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal, dann ist es bei uns auch drin. Also setzen wir dahinter einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und der 9. Block. Also neunmal rote Keramik und dann einmal noch Steinziegelblock. So, wer möchte, kann jetzt hier natürlich nochmal nachziehen, ob wir natürlich jetzt eine Länge haben von 23 oder vertraut darauf, dass wir richtig waren. Ich ziehe nochmal nach. 23, ha, richtig. So, ich habe schon fast gedacht, hier ist irgendwie was falsch, aber nein, stimmt alles. Super. So, wenn wir das Ganze denn hier einmal so unseren Grund schon ein bisschen haben, heißt das jetzt alles in die Höhe ziehen. Wir fangen mit den Ecken an, da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir natürlich eine Höhe von 10 Blöcken. Das machen wir hier einmal überall. Als nächstes, nachdem wir dann hier alles auf 9 Blöcke noch hochgezogen haben, dass wir insgesamt jetzt eine Höhe von 10 Blöcken haben, machen wir uns ran an den Ecken unseres Gebäudes. Da nehmen wir nochmal unseren Steinziegelblock zur Hand und müssen jetzt einfach mal hier noch, sage ich mal, so ein kleines Steinmuster ziehen. Wir machen hier einfach immer, sage ich mal, einen Steinziegelblock rein, lassen dann natürlich einmal rote Keramik so, wie sie ist. Das Ganze machen wir einmal bis oben hin und auf der anderen Seite machen wir nochmal, sage ich mal, so ein... Ja, so ein bisschen versetzt machen wir das Ganze ein bisschen rein. Und das müssen wir bei jeder Ecke machen. Und ich würde sagen, ein kleines Zeitraffer und dann haben wir das auch schon wieder durch. Haben wir das denn auch fertig mit den Seiten? Geht es weiter jetzt auf der Vorderfront? Die kannst du natürlich jetzt selber noch entscheiden, wo ist meine Vorderfront.
ja, Vorder-Rückseite, das ist noch offen. Ich würde mal sagen, da wo die Straße ist, machen wir natürlich den auf die Vorderseite hin. Dabei schnappen wir uns erstmal unseren hellgrünen Beton zur Hand und fangen einfach mal auf irgendeiner Seite an. Ich entscheide mich jetzt erstmal hier für die rechte Seite. Wir gucken einfach mal jetzt hier von der Ecke, lassen wir einfach eine Reihe rote Keramik, so wie sie ist. Dann schlagen wir hier drei Blöcke an sich erstmal weg. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4 zur Seite weg. Dann haben wir hier eine Fläche von insgesamt 5 freigehauen. An den Seiten machen wir einfach mal unseren grünen Beton hin, das Ganze bis oben hin. Wunderbar. So, jetzt gehen wir einfach mal auf die andere Seite, damit wir nicht so oft zählen müssen. Und zwar hier lassen wir auch erstmal eine Reihe wieder rote Keramik, so wie sie ist. Schlagen danach so eine Dreierreihe hier einfach mal weg. Und dann würde ich noch zwei weitere Blöcke zur Seite nochmal gehen. Zack. Machen hier an den Seiten auch wieder unseren Beton hin. Denn das werden natürlich unsere Eingänge werden. Wer möchte, kann hier schon gleich Akazienholztreppe so oben umgedreht platzieren. Unten natürlich unsere Tür hin. Und fertig. Schon mal diese Tür. So. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Tür und dazwischen hatten wir, sag ich mal, ein Ladenfenster. Das heißt einfach mal, wir lassen jetzt eine Reihe hier so wie sie ist und dann schlagen wir hier einfach mal die Reihe hier weg. Zack, auf der anderen Seite haben wir ja auch noch eine Reihe. Das Ganze machen wir auf eine Zweierhöhe insgesamt, ohne natürlich hier oben was wegzuhauen. An den Seiten platzieren wir natürlich unseren grünen Beton und können dann einfach mal hier unten auf der Ablage unseren Teppich platzieren. Falls du natürlich jetzt mit Glasscheiben gerne arbeiten möchtest, musst du den Teppich einen so weiter vorne platzieren. Das heißt also darunter denn so eine Falltür, so wie es beim Vorbau hatte. Können wir nochmal kurz gucken, wie das so ein bisschen wirkt. Ich habe jetzt hier natürlich hier mit Wollblöcken gearbeitet. Sieht natürlich etwas anders aus. Du kannst hier natürlich auch mit Glasscheiben arbeiten. Aber wie gesagt, dann hast du natürlich hier vorne sowas überstehend. So, super, okay. Wenn wir dann natürlich, sage ich mal, das jetzt hier so ein bisschen vorbereitet haben, geht es jetzt natürlich jetzt hier an unserer Tür noch. Die müssen wir natürlich ein bisschen machen. In vielen Folgen oder in einer Folge sah man, dass hier natürlich diese Tür natürlich nicht richtig offen ist. Auch bei der Spiele-App gibt es so ein Motiv, dass die Tür nicht richtig offen ist. Von daher mache ich die einfach mal hier zu, indem ich Glasblöcke auf der Rückseite platziere und das vorne dann einfach mit Eisengitter so zumache. So, und fertig ist natürlich auch diese Tür. So, hier können wir natürlich auch einmal das Glas dahinter platzieren. Falls das jetzt zu schnell war, kannst du dir auch gerne das Video anhalten, ne, und da erstmal ganz in Ruhe das Glas dahinter setzen. So, als nächstes geht es dann an unsere große Tafel, wo die Schrift drauf steht. Ja, da würde ich mal sagen, nehmen wir uns unsere unseren grünen Beton zur Hand und fangen einfach mal auf irgendeiner Seite an. Ist egal, ich nehme jetzt hier auch wieder erstmal die rechte Seite. Lass einfach mal von unseren Türen eine Reihe an sich Platz und dann darüber den Block schlage ich weg, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen, haben wir an sich oben eine rote Keramikschicht und unten noch eine und können hier eigentlich theoretisch schon unsere Betonschicht hinmachen. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Über unserer Tür eine Schicht an sich da lassen, denn 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen, haben oben noch eine Schicht. Das heißt, hier können wir auch wieder unseren grünen Beton reinsetzen. Und dann können wir erstmal hier diese Verbindung machen zur anderen Seite. Okay, haben wir das dann freigeschlagen, können wir oben, die oberste Schicht ganz einfach verbinden mit einer Betonschicht. Und ganz unten setzen wir natürlich Teppich hin. So. Was jetzt kommt, kann man sich natürlich denken, wir wechseln zu unserem gelben Beton und können hier einmal hinten die Fläche, wie jetzt so, sag ich mal so, quasi ein Fenster mit gelbem Beton ausfüllen. Zack, und schon ist die Wand da. Wunderbar. So, wenn wir natürlich denn das hier einmal hingesetzt haben, falls du noch nicht so weit bist, wie immer kurz Video anhalten. Aber ansonsten, ich mache mich jetzt schon dran, die Schrift hinzusetzen und schon ist die Schrift drauf. Mensch, so müsste das immer sein. Ne, man nimmt sich was vor und fertig ist das Ganze. Ja, wir sind aber noch nicht ganz fertig und zwar wird es Zeit für ein neues Blockmaterial. Also alles, was du hattest, kannst du jetzt dann erstmal wegtun. Und dann gehen wir wie immer an unsere Kiste ran und holen uns die zweite Reihe raus. Auch wieder eine volle Reihe, das heißt auch wieder viel bauen, bauen, bauen. Warum sind die Stufen denn da oben? Na, nicht dahin. So, für den zweiten Schritt brauchen wir ganz einfach gesagt steinzige Treppen. Dann holen wir uns noch graue, also hellgraue Keramik raus, dann Bruchsteinmauer. Denn kannst du entscheiden, nimmst du Mobspawner oder Spinnennetze. Denn auf dem Dach ist Stacheldraht und in Minecraft kann man ja so zwei Arten machen. Entweder nimmst du Spinnennetz, was ich auch cool finde, weil man, wenn man da ja auch reingeht, ein bisschen aufgehalten wird. Genauso wie bei Stacheldraht. Oder du hast die neue Version, dann kannst du natürlich auch Monster-Spawner nehmen. Ich weiß nicht genau, was ich da nehmen werde. Von daher lasse ich mir das Ganze offen, bis wir es natürlich losbauen. Ja, aber ansonsten holen wir uns noch Prismarin.
Blöcke raus, davon nochmal die Stufe, dann holen wir uns einen Hebel raus und würde ich mal sagen, Steinstufen sollten auch dabei sein. So, wenn wir dann auch dieses ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, erstmal mit den Steinen ziehen die Treppen, und zwar fliegen wir aufs Dach und platzieren erstmal an den Seiten jeweils die Treppen so hin, dass die Rückseite der Treppen nach außen zeigt. Haben wir das denn einmal überall lang gezogen, setzen wir einfach auf der anderen Seite eine umgedrehte Treppe ran. So, eine umgedrehte Treppe, und die müssen wir auch einmal überall ringsrum ziehen. So, der nächste Schritt wäre dann ganz einfach mit der hellgrauen Keramik das Dach fertig ziehen. Das heißt ganz einfach, hier auf der gleichen Höhe machen wir das Dach hin. Der nächste Schritt wäre dann ganz einfach, wir nehmen uns die Bruchsteinmauer zur Hand und fliegen auf die linke Seite unseres Gebäudes. Du kannst natürlich auch die rechte Seite nehmen, falls hier schon was stehen sollte bei dir. Und zwar ganz einfach, suchen wir jetzt hier einmal die Mitte raus, sollte schnell zu finden sein. Wir gucken an den Seiten, haben wir jetzt hier noch dreimal so rote Keramik, auf der anderen Seite auch nochmal. So, davon setzen wir jeweils an der Seite noch eine hin, die Mitte schlagen wir weg. Das können wir einmal nach unten ziehen, sodass wir hier unten noch eine freie Schicht haben. Und dann setzen wir jetzt einmal bis nach oben hin. Zack, vielleicht dann auch hier einmal die Treppen weghauen dafür. Zack, zack, zack. Hier auch nochmal die Treppen weghauen. Das wird, sage ich mal, jetzt eine Leiter werden, wie man natürlich auf das Dach kommt. So, das machen wir hier auch so eine kleine Verbindung hin. Super. Jetzt müssen wir natürlich noch an unsere Leiter noch ein paar Stufen setzen. Ansonsten gibt es noch einen zweiten Trick, was man nehmen könnte, und zwar hier auch bei meinem Vorbau. Man nimmt natürlich das Ganze aus Holz. Wir können ja einfach mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal Zauntor. Wäre ja nicht so schlimm, wenn vielleicht die... Oh, da müssen wir natürlich jetzt hier unten mal hinsetzen. Da statt jetzt Mauer nehmen, Zauntor nehmen. Sieht doch, glaube ich, besser aus, oder? Ja, ne? Machen wir mal lieber. Sieht doch viel besser aus, wenn wir da Zauntor lieber nehmen. Du kannst natürlich die Farbe auch nochmal verändern. Ich habe jetzt hier Eichenzauntor genommen. Aber ich glaube, das geht einzig. Wir könnten theoretisch hier auch nochmal einen machen. Oben oder unten? Machen wir mal unten einen. So, dann haben wir das auch fertig. Und weiter geht's dann mit den Monster-Spawnern oder Spinnennetze für das Stacheldraht. Den platzieren wir einfach hier am Rand hin. Ich würde mal sagen, so einen kleinen optischen Kontrast mache ich beide Sachen hin. Jetzt ist natürlich die Frage groß, was ist ähnelt mehr Stacheldraht? Was passt besser zum Gebäude? Ich bin ja für Spinnennetze. Weil Spawner, die wirken nicht so richtig im Maßstab, ne, oder? Immer so Geschmackssache. Wer weiß, sieht das erstmal so sein? Aber ich glaube, ich werde mich im Nachhinein für Spinnennetze entscheiden. So, der nächste Schritt wäre dann, dass wir Prismarinziegel nehmen und Stufen und all das. Denn oben drauf auf dem Dach ist noch eine Luke, wo bei der Spiel-App manchmal eine Knarre rauskommt. Im Echt würde es bestimmt nicht so sein in den Folgen der Simpsons, aber in der Spiel-App ist es so. Das heißt, hier machen wir das Ganze auch so etwa. Wo platzieren wir uns das Ganze? Warte mal, da muss ich nochmal kurz gucken. Kurz geguckt und schon weiß ich besser Bescheid. Ja, jetzt machen wir hier so eine kleine Luke oben hin. Das heißt einfach mit den Prismarinziegeln begeben wir uns beim Dach auf die, würde ich mal sagen, hier so rechte Seite. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir von der Seite Abstand so insgesamt 5 Blöcke haben. So können wir nochmal zählen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann setzen wir einfach mal 4 Blöcke hin. Du kannst das Ganze auch ein bisschen variieren, noch ein bisschen nach hinten, nach vorne, zu den Seiten. Wenn es dir nicht genau passt da, dann kannst du es natürlich auch ein bisschen ändern. So, dann gehen wir noch zweimal so nach vorne, dass wir hier so ein N oder ein umgedrehtes U haben. Auf der Vorderfront hier setzen wir einfach mal 2 Stufen noch davon hin. Und dann hier die Mitte füllen wir aus mit Steinstufen. Das ist so an sich unsere kleine Luke. Vorne setzen wir noch 2 Hebel hin als Öffner, ne, für unsere Falltür. Und dann können wir hier hinten noch, zack, würde ich mal sagen, noch ein paar Stufen hinsetzen. Und fertig ist das Ganze. Ja, wie gesagt, kannst du dir auch so ein bisschen noch verrücken. Und dann sind wir damit eigentlich auch wieder fertig. Können das ganze Blockmaterial wieder wegtun und gucken noch, ob wir was in der Kiste haben. Ach, da haben wir noch was. Und zwar ist das so ein, ja, als kleine Verschönerung noch am Gebäude. Und zwar holen wir uns noch Steinziegelblöcke raus. Vielleicht weißt du. Und zwar, der Laden steht ja schon eine Weile in Springfield. Das heißt, er hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und da kann man jetzt natürlich so ein bisschen was
von der Zeit natürlich auch sichtbar macht. Man sollte natürlich nicht so doll übertreiben, aber so ein paar Blöcke kann man sich ja hier überall so ein bisschen hin platzieren. Da fällt hier auf der Rückseite haben wir jetzt gar nichts gemacht. Es wird auch leider nichts vorgegeben von den Simpsons. Und jetzt werde ich es natürlich auch noch einrichten und dann werde ich mal gucken, was sie hinten noch so macht. Das ist natürlich im zweiten Part, ist natürlich auch unten einmal verlinkt. Und ich glaube, ich werde auch ein bisschen was hier hinten noch platzieren für den Laden. Wer weiß, was da wohl kommt. Naja, das sehen wir dann im Teil 2. Ja, wie gesagt, aber ansonsten setzen wir einfach noch ein paar Ziegelblöcke überall hin. So ein bisschen kleine Fassade noch, ne? Also sage ich mal, dass es schon ein bisschen bröckelt. Und dann sind wir an sich auch hiermit erstmal fertig. Das ist unser militärischer Antiquitätenladen von Hermann. Da ist er wieder, der gute Mann. Hermann, du kannst jetzt reingehen, richte dich ein, denn in der nächsten Folge wollen wir uns das Ganze natürlich auch angucken. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich würde mich dann hier vor einfach safety hinstellen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.